Selbstständige haben eine, ich würde mal sagen, relativ komplizierte finanzielle Situation. Einfach weil die kein konstantes Einkommen haben wie bei Angestellten. Deswegen ist Klarheit und Ordnung wahnsinnig wichtig. Und in diesem Video schauen wir uns mal ein Mehrkontenmodell an. Das heißt, wie du deine Finanzen richtig organisieren kannst. Und ich sage dir, welche Konten ich persönlich dafür verwende. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und grundsätzlich ist ein Mehrkontenmodell ein gutes Setup. Da gibt es wahnsinnig viele Ideen und Vorschläge im Internet. Also es gibt viele Videos auf YouTube und in Blogs und so weiter und die schlagen vor mit 2 Konten, mit 5 Konten, mit 8 Konten und so weiter. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Modelle und ich möchte dir einfach mal in diesem Video ein Modell zeigen und vorstellen, mit dem ich ganz gute Erfahrungen habe, was ich auch regelmäßig zum Beispiel unseren Mandanten empfehle und wo ich sage, das funktioniert in der Praxis ganz gut. Schauen wir uns am Anfang vielleicht erstmal an, was sind denn eigentlich die Vorteile? Also warum sollte man überhaupt mehr als nur ein Konto verwenden? Und der erste Vorteil ist ganz eindeutig Klarheit und Struktur. Gerade als Selbstständiger braucht man klare Regeln, um irgendwie sein Finanzmanagement im Griff zu haben. Und mit einem sauberen System aus Konten hast du dauerhaft einen Überblick und du läufst in keine Situation, wo du irgendwie böse überrascht wirst finanziell. Deswegen erstens großer Vorteil, Klarheit und Struktur. Zweitens, du bist für Investitionen, gerade für Anlagevermögen, gut vorbereitet. Es gibt ja bestimmte Dinge, die kaufst du nicht nur einmalig, sondern alle paar Jahre mal. Also ich beispielsweise kaufe alle 2 bis 3 Jahre einen neuen Laptop. Das heißt, ich habe diese Kosten nicht monatlich, aber es hilft mir natürlich, wenn ich monatlich einen kleinen Betrag zur Seite lege für einen Laptop, denn überrascht es mich nicht, wenn ich nach 3 Jahren denn einen Laptop kaufen sollte. So ein Laptop ist natürlich keine Riesenausgabe, aber das Gleiche gilt natürlich auch für teurere Ausgaben. Das heißt, Ausgaben, von denen du weißt, dass sie kommen, du aber nicht genau weißt, wann sie eigentlich kommen. Und der dritte große Vorteil ist am Ende der Vermögensaufbau, die Altersvorsorge. Viele Selbstständige sind nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das heißt, sie müssen sich irgendwie selbst darum kümmern, dass sie ein Vermögen aufbauen, damit sie später auch abgesichert sind, finanziell gesehen. Und das, was bei Angestellten quasi der Arbeitgeber übernimmt und die gesetzliche Rentenversicherung übernimmt, das liegt bei Selbstständigen in der eigenen Verantwortung. Und da ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass man irgendwie Geld zur Seite packt, damit man auch in Zukunft gut abgesichert ist. Es gibt allerdings auch ein paar Nachteile. Also es gibt schon ein paar Gründe, warum ich sage, dass so ein 26-Konten-Modell ein bisschen überflüssig ist, weil ehrlicherweise ist das dann auch viel Arbeit. Und ich persönlich bin ehrlicherweise grundsätzlich ein fauler Mensch. Ich möchte Klarheit und Struktur, aber nicht um jeden Preis. Also ich habe auch keine Lust, mich jeden Monat einen Tag hinzusetzen, um irgendwelche Überweisungen zwischen meinen Konten zu machen. Das heißt, ich brauche irgendeine pragmatische, einfache Lösung. Und ehrlicherweise wird das ab einem gewissen Grad auch irgendwann eine Kostenfrage. Ja, es gibt einige kostenlose Bankkonten, aber ehrlicherweise nicht mehr so wahnsinnig viel und durch die steigenden Kosten, Inflation und so weiter, werden Bankkonten auch grundsätzlich immer teurer. Das heißt, wenn ich jetzt plötzlich 12 Konten öffnen muss, um mein System zu pflegen, dann ist es ehrlicherweise irgendwann auch eine Kostenfrage, wo ich mich persönlich frage, ist es das jetzt wert, dass ich 10-mal Kontoführungsgebühr zahle? Und ab einem gewissen Grad ist die Antwort dann tatsächlich einfach nein. Ich stelle dir jetzt einfach mal ein Modell vor, also ein System, ein Mehrkontenmodell, das ich persönlich nutze, was auch meine Frau benutzt, was tatsächlich auch einige meiner Familie benutzen, die selbstständig sind und ich auch grundsätzlich Freunden, Familie und auch unseren Mandanten regelmäßig empfehle. Also das Ganze ist wirklich praxiserprobt über Jahre hinweg. Es steht dir natürlich vollkommen frei, dieses System, dieses Modell für dich anzupassen, weil jede Rahmenbedingung, jede Lebensumstände sind auch irgendwie unterschiedlich und es gibt nicht das eine richtige Mehrkontenmodell. Und noch wichtiger Hinweis, ich rede hier natürlich von Vollzeit-Selbstständigen. Wenn du Angestellter bist, dann brauchst du nicht die große Komplexität, dann hast du andere Herausforderungen und so weiter. Das heißt, hier geht es wirklich um ein Mehrkontenmodell für Selbstständige, für hauptberufliche Selbstständige. Und da ist der Kern, also das wichtigste Konto überhaupt, ist erstmal das Geldeingangskonto. Das heißt, du hast ein Geschäftskonto. Und auf diesem Geschäftskonto gehen dann deine Rechnungen ein. Das heißt, die IBAN von diesem Konto schreibst du dann auf deine Rechnungen und von diesem Konto zahlst du auch deine ganzen laufenden Kosten. Also beispielsweise die Mietkosten für ein Büro, die Dienstleister, die du hast, Reisekosten und so weiter. Das heißt, alle laufenden Kosten zahlst du einfach aus diesem Konto. Das ist das eine zentrale Konto. Für dieses eine zentrale Geschäftskonto nutze ich, es wird dich nicht wahnsinnig überraschen, das Kontist Geschäftskonto und zwar da habe ich das Kontist Premium Konto und das Konto kann ich natürlich auch mit voller Überzeugung empfehlen. Dann gibt es aber eine zentrale, wichtige Ausgabe, die sehr, sehr gefährlich ist und da kommt das zweite Konto ins Spiel und zwar für die Steuerrücklagen. Die größte Ausgabeposition für viele Selbstständige ist die Steuer. Bei Angestellten kümmert sich ja der Arbeitgeber darum, dass die Lohnsteuer abgeführt wird.
wird. Selbstständige müssen das selber machen. Und die haben nicht nur die Einkommensteuer, die haben unter Umständen auch die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer. Das heißt, das Ganze ist relativ kompliziert und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil das Ganze bis zu 50% des Gewinns ausmachen kann. Das heißt, das ist für ganz, ganz viele Selbstständige die größte Kostenposition. Und das ist auch der Grund, warum ich das nicht von dem zentralen Geschäftskonto machen möchte, warum ich das irgendwie separiert haben möchte. Diese Steuer möchte ich irgendwie zur Seite legen, weil ich sie auch nicht monatlich zahlen muss. Einkommensteuer und Gewerbesteuervorauszahlung muss ich jeweils quartalsweise leisten. Und die Umsatzsteuer, es kommt ein bisschen drauf an, aber die muss ich entweder monatlich, quartalsweise oder jährlich zahlen. Das heißt, da kommen Zahlungen sehr unterschiedlich, in unterschiedlicher Höhe. Und deswegen brauche ich ein zweites Konto für die Steuerrücklagen. Natürlich ist da die zentrale Frage, wie viel Geld soll ich denn da zur Seite packen? Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen und Empfehlungen. Die gehen von 38% pauschal oder 50%, da bist du auf der sicheren Seite. Ganz ehrlich, als ich am Anfang selbstständig war, hätte ich niemals 50% von meinem Geld zur Seite packen können. Ich brauchte das ja zum Leben. Das heißt, 50% war bei mir viel zu viel. Und genau für diese Frage, also für die Frage, wie viel Geld du eigentlich zur Seite legen solltest für die Steuer, haben wir ein Tool gebaut. Das ist kostenlos, das kannst du auch nutzen, ohne eine E-Mail-Adresse anzugeben. Da trägst du einfach dein Einkommen ein und dann gibt dieses Tool dir einen Prozentsatz. Und das ist der Prozentsatz, den du regelmäßig auf das Steuerrücklagenkonto legen solltest. Wie löse ich das für mich? Ganz simpel. Mit dem Kontos Premium-Konto wird das einfach automatisch gemacht. Da werden die einzelnen Transaktionen kategorisiert und dann wird die Steuer jeweils in den Steuerbuckets zurückgelegt und zwar automatisch. Das heißt, ich brauche für das Steuerrücklagenkonto gar kein separates Konto, weil ich das Kontis Geschäftskonto nutze. Das dritte Konto ist auch ein Geschäftskonto und zwar ist das ein Konto für Anschaffungen. Das ist genau das, was ich schon erwähnt habe. Bestimmte Anschaffungen weißt du, dass du sie haben wirst, die hast du aber nicht monatlich. Die hast du vielleicht einmal im Jahr oder alle 2 Jahre, vielleicht auch nur alle 5 Jahre. Ich meine, so einen Firmenwagen, den kaufst du nicht monatlich, den kaufst du vielleicht alle 5 Jahre oder sogar alle 10 Jahre. Und trotzdem ist es sinnvoll, sich monatlich einen kleinen Betrag zur Seite zu legen, damit, wenn es denn soweit sein sollte, also ein neuer Firmenwagen beispielsweise ansteht, du das Geld schon auf diesem Rücklagenkonto hast. Das heißt, das ist ein Geschäftskonto für Rücklagen, für Dinge, die du auch auf jeden Fall anschaffen wirst. Ehrlicherweise habe ich rein in der Praxis dieses Konto irgendwann nicht mehr so richtig genutzt, weil ich habe einfach nicht viel Anlagevermögen. Also ich habe einen Laptop und ein Smartphone. Das war's. Und die kaufe ich beide eigentlich mehr oder weniger einmal im Jahr. Das heißt, das ist keine überraschende Ausgabe, die ich da habe. Ich kann dir aber empfehlen, wenn du größere Investitionen hast, also wenn du in deiner Selbstständigkeit im Anlagevermögen wirklich große Positionen hast, meistens ist es zum Beispiel ein Auto oder so Maschinen und so weiter, dann macht es Sinn, dass du noch ein zweites Geschäftskonto hast und du auf dieses Konto kleinere Beträge zur Seite legst, idealerweise in der Höhe deiner Abschreibung. Weil die Abschreibung ist ja die Verteilung der Anschaffungskosten für dein Anlagevermögen. Und wenn du diese Kosten dann immer auf dieses zweite Geschäftskonto für die Anschaffungen legst, dann baut sich da ein Bestand auf und wenn dann mal eine Anschaffung ansteht, dann kannst du dieses Geld von diesem Konto nehmen. Das vierte Konto, was ich dir empfehle, ist dein Privatkonto. Und zwar da dein Hauptprivatkonto. Ich empfehle dir als Selbstständiger, dass du dir monatlich eine Art Gehalt auszahlst. Das ist ehrlicherweise in der Buchhaltung kein wirkliches Gehalt. Das ist einfach eine Privatentnahme und hat steuerlich keinerlei Auswirkungen. Das heißt, es ist nicht wirklich ein Gehalt. Ich würde dir aber empfehlen, dass du ein separates privates Konto hast, über das du deine ganzen privaten Ausgaben tätigst. Und dann idealerweise jeden Monatsersten oder am Ende des Monats überweist du dir einen festen Betrag, beispielsweise 2.500 Euro, auf das private Konto und von diesem Konto zahlst du dann alle privaten Ausgaben. Dieses Konto kannst du aber auch noch weitere separieren. Also du kannst zum Beispiel ein Konto haben für deine monatlichen Fixkosten, wie die Mietkosten, die Mietnebenkosten oder die Finanzierungskosten von deinem Eigenheim, Kindergartenbeiträge, so was man so halt monatlich fest hat. Das wäre zum Beispiel die Möglichkeit von einem privaten Konto. Und dann hast du eine ganze Reihe an variablen Kosten, so was man hat. Lebensmittel, Fahrtkosten zu Freizeitaktivitäten und so weiter. Das heißt, das, was nicht jeden Monat pauschal in fester Höhe anfällt, das wäre zum Beispiel ein zweites privates Konto. Und als drittes privates Konto könnte ich mir ein Konto vorstellen, wo du genau solche Rücklagen bildest, wie du auch in deinem Unternehmen machst, für private Ausgaben. Also wenn du einmal im Jahr in den Urlaub fliegst, dann ergibt es vielleicht Sinn, dass du dir jeden Monat einen kleinen Betrag zur Seite legst für diesen Urlaub. Oder aber wenn die Waschmaschine mal kaputt geht oder du eine neue kaufen musst und so weiter. Auch das passiert nicht jeden Monat, hoffe ich zumindest inständig. Das heißt, wenn du da regelmäßig Geld zur Seite packst, dann überraschen dich solche Ausgaben nicht, weil du von vornherein schon dafür vorgesorgt hast und einfach jeden Monat einen kleinen Betrag zur Seite gelegt hast. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, ich persönlich habe das nicht. Ich habe da ein einziges Konto, da läuft das Geld einfach einmal im Monat. Also meine Gehaltszahlung läuft vom Geschäftskonto
Firmenkonto, dann auch mein privates Konto und von da zahle ich alles. Ich persönlich nutze für dieses Konto Bunk oder Bank. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie man das ausspricht. Das ist eine holländische Bank und ich verlinke dir das gerne auch mal unten in der Videobeschreibung. Das nutze ich. Der Vorteil davon ist, du kannst mehrere Unterkonten bilden und kannst einzelne Unterkonten tatsächlich auch beispielsweise mit deinem Partner, mit der Ehefrau, mit dem Kind und so weiter teilen. Das heißt, du hast mehrere Unterkonten und das hat sich für mich relativ praktisch herausgestellt, weil wir zum Beispiel für einen Urlaub dann auch ein Unterkonto anlegen können und dann packen wir einmal das Urlaubsgeld da drauf und dann geben wir von da das Geld aus. Das heißt, das ist meine persönliche Empfehlung für das private Konto und es liegt ein bisschen an dir, ob du das jetzt zu deinem einen vierten Konto machst oder ob du daraus dein viertes, fünftes und sechstes oder vielleicht sogar siebtes Konto machst. Das nächste Konto kann ich dir aber auch dringend empfehlen. Das ist nicht für Urlaubsreisen oder für Anschaffungen, sondern wirklich für deine Absicherung. Das heißt, für deine Altersabsicherung und auch Krankenabsicherung. Das heißt, da solltest du unbedingt nochmal ein separates Konto haben, auf das du dann regelmäßig Geld überweist. Du als Selbstständiger hast zum Beispiel keine Lohnfortzahlung. Wenn du krank bist und nicht arbeiten kannst, dann hast du unter Umständen kein Einkommen mehr. Das kann relativ gefährlich sein. Und deswegen empfehle ich dir, dass du immer auf der hohen Kante irgendwo 3 bis vielleicht sogar 6 Monatseinkommen hast. Also Fixkosten und variable Kosten, die du privat hast, dass du die irgendwo zur Seite gelegt sicher hast, dass wenn du mal krank sein solltest, auch für mehrere Wochen vielleicht, du abgesichert bist und von diesem Notgroschen irgendwie leben kannst. Und dann solltest du natürlich einen Topf haben, wo du wirklich langfristig Geld anlegst. Entweder in einem Depot oder Sparplan oder was auch immer. Dieses Absicherungskonto kannst du also unter Umständen auch nochmal zweiteilen. Einmal in dein Notgroschenkonto, da bietet sich zum Beispiel ein Tagesgeldkonto an. Da packst du einfach das Geld drauf in der Höhe von 3 bis 6 Mal deinen monatlichen privaten Kosten, damit du zum Beispiel für Krankheit abgesichert bist. Und dann solltest du einen zweiten Part haben, wo zum Beispiel dein Depot ist, wo ein Sparplan läuft und so weiter, wo du wirklich für die Rente vorsorgst, damit du irgendwann, wenn du nicht mehr ganz so viel arbeiten kannst oder möchtest, dass du denn da abgesichert bist. Ich persönlich nutze tatsächlich einfach Trade Republic. Ich habe das Geld tatsächlich einfach im Verrechnungskonto liegen. Da wird das auch verzinst, zumindest aktuell. Und deswegen habe ich dieses Rücklagenkonto tatsächlich einfach nur Trade Republic und habe dann meinen ETF-Sparplan für die langfristige Absicherung und einfach im Verrechnungskonto noch meine Rücklage in Höhe von ungefähr 3-mal meinen privaten Fixkosten, die ich pro Monat habe. Das Ganze ist mein ganzes Kontensystem, was ich auch so empfehlen kann. Da landen wir dann je nachdem, wie du es gestaltest, bei 5 Konten bis zu 8 Konten. Das heißt, so 5 bis 8 Konten würde ich dir persönlich empfehlen, wenn du hauptberuflich selbstständig bist. Und dann richtest du idealerweise Daueraufträge ein. Das heißt, du solltest jetzt nicht einmal im Monat da sitzen und 26 Überweisungen machen, sondern das Ganze kannst du ja mit Daueraufträgen automatisieren. Meine persönliche Erfahrung ist, dass alle Leute, die dieses System so umgesetzt haben, wirklich gut damit fahren. Das heißt, sie legen regelmäßig Geld zur Seite, die werden nicht überrascht von irgendwelchen Anschaffungen, die ganz plötzlich passieren und die haben einfach eine gute Struktur in ihren Finanzen. Schreib uns doch gerne mal in die Kommentare, wie du das machst, was deine Meinung zu diesem System ist, ob du Anpassungen für dich vorgenommen hast oder wie du generell deine Finanzen organisierst. Ich hoffe, mit diesem Video konntest du vielleicht die ein oder andere Inspiration mitnehmen. Wenn du selbstständig bist und einen Steuerberater an deiner Seite brauchst, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir auch gerne weiter. Und ich empfehle dir natürlich auch sehr gerne das Kontist Geschäftskonto. Alle Informationen dazu verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung und alle Informationen über unser Angebot, also das Angebot der Kontist Steuerberatung, verlinke ich dir auch einmal hier. Kannst aber natürlich auch die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.